Hurra, die Wall Street handelt auf Allzeithoch, aber jetzt kommt eine interessante Entwicklung ins Spiel, nämlich der Materialmangel, der erreicht jetzt auch Social Media, erreicht jetzt auch deutlich Tech, sichtbar in dem gestrigen Absturz von Snap, der Aktie von Snap, nach Vorlage der Zahlen, die waren nicht so hübsch, die Aktie nachbörslich 28% verloren, also mehr als ein Viertel, und das aus zwei Gründen. Erstens, weil Apple seine Measurement Solution umgestellt hat, sodass es für Werbe Betreibende schwerer ist zu erkennen, wie viele Leute erreiche ich denn eigentlich mit meiner Werbung. Das ist das eine. Das Wichtigere ist aber, dass viele Produkte gar nicht verfügbar sind. Dementsprechend die Neigung von Werbetreibenden, auch Werbung zu schalten, geringer ist, eben weil es gar nicht so viele Produkte gibt. Mit Werbung versuche ich ja normal die Nachfrage anzuheizen, aber Nachfrage ist derzeit nicht unser Problem, sondern das Angebot. Ich kann keine Werbung machen für ein Produkt, das derzeit nicht verfügbar ist, und so erklärt sich dieser massive Fall von Snap. Aber das hat andere auch nach unten gebracht, denn das wird auch für Facebook gelten, das wird vielleicht auch für Google gelten. Da werden wir sehen, wie das alles abläuft. Bisher ja FANG-Aktien, auch gestern wieder natürlich super stark, haben letztendlich dafür gesorgt, dass die Aktienmärkte in der S&P etwa das Allzeithoch erreichen. Aber das ist eben die Frage, wie das jetzt wirklich umgesetzt wird. Diese ganze Geschichte kommt ja nicht aus dem Nichts. Also wir sehen ja, dass all das eigentlich schon vorher bekannt war, aber wir sehen, dass eben diese ganze Geschichte jetzt, wo die gesamte Tech-Industrie treffen wird, von der man ja glaubte bisher, die sei davon nicht wirklich betroffen. Intel gestern mit einem Verlust von 9%, hat weniger mit Social Media zu tun, sondern weil sowohl die Umsätze als auch die Gewinne enttäuscht haben. Auch der Ausblick nicht so wirklich toll. Interessant bei den Zahlen von Intel übrigens, dass Intel eine Steuerrate von 0,5% hatte. Das ist erstaunlich hoch. Also man sieht, da werden Steuern nach wie vor natürlich wunderbar umdelegiert, könnte man sagen. Hier haben wir jetzt eben diese Frage, was passiert mit FANG, plus die positiven Überraschungen bei diesen FANG-Aktien sind immer weniger geworden, gleichwohl steigen auch diese Aktien. Natürlich, wir sehen aber, dass bisher eben manche Aktien durchaus ziemlich abverkauft werden, wie gestern Intel, wie gestern Snap, wenn sie den Erwartungen nicht entsprechen. Hier sehen wir mal, da ist die Abstrafung so stark wie seit 2017 nicht mehr. Wenn also Firmen mit ihren Zahlen die Märkte enttäuschen, da ist richtig was los. Dennoch haben wir gestern das 55. Mal beim S&P 500 in diesem Jahr ein Allzeithoch gesehen. Hier sehen wir jetzt Frage Doppeltop. Wir sind knapp über dieses Hoch hier, der Spider, das maßgebliche ETF auf den S&P 500, und achten Sie mal auf das Volumen da unten, was Sie mit diesem blauen Kreis hier sehen. Absolut rückläufig. Wir sehen also weiter steigende Kurse unter immer dünneren Umsätzen. Gestern einer der umsatzschwächsten Tage, der umsatzschwächste Tag seit Monaten auf jeden Fall, außerhalb eines Feiertages in den USA. Und wir sehen dann hier auch diese Treppenformation, meistens mit einem Gap nach oben. Man kann also praktisch die Europäer bringen dann meistens dieses Gap nach oben, und dann wird das so ein bisschen verwaltet. So war es gestern auch. Der VIX übrigens gestern das erste Mal unter 15 geschlossen, das erste Mal seit Februar 2020, also das erste Mal seit dem Corona-Crash. Und natürlich ist keiner bei dieser Rallye dabei. Wir sehen hier NAAIM Exposure. NAAIM, das sind die amerikanischen, Verband der amerikanischen Vermögensverwalter, ist bei 98, also die sind all in, sind noch nicht über ihre Cash gehebelt. Das hatten wir auch schon mal, also eine Rallye, bei der keiner dabei ist. Und die Aktienmärkte sind das eine, die Anleihenmärkte sind das andere. Wir haben jetzt die 5-Year Break-Even Rate, also die Inflationserwartung, wenn man so will, hat 2,29% erreicht. Das ist ein neues Allzeithoch, seit es diese Geschichte gibt. Und die 10-jährigen Break-Evens so hoch wie seit 2006 nicht mehr. Interessant ist, dass die deutsche Bundesanleihe, die Rendite der deutschen Bundesanleihe in Relation zu den US-Staatsanleihen, zur 10-jährigen US-Staatsanleihe, noch schneller nach oben kommt bei der Rendite. Klar, die ist auch noch negativ hier bei den Bunds, aber normalerweise ist das ein aktiennegatives Zeichen,
nur um mal einen nicht ganz so bullischen Punkt zu erwähnen, aber sonst sind wir ja total bullisch, meine Damen und Herren. Und wir sehen also, die Märkte spielen ganz konkret diese Inflation, die Anleiherenditen steigen, die Aktienmärkte, da sagen sich, das hat doch mit mir nichts zu tun, gell? Wir haben ja eine ganz andere Situation. Peter Thiel hat übrigens gestern gesagt, es ist sicherlich so, dass wir hier darin ein Anzeichen für den totalen Bankrott der Zentralbanken sehen, nämlich auf Bitcoin ansprechend. Und da könnte durchaus was dran sein. Wir sehen, dass diese Inflation Break-Evens, also die Inflationserwartungen, bei allen Zeiträumen durch die Decke schießen. 2 Jahre, 6 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre. Überall sehen wir, es geht nach oben. Und schauen wir uns jetzt hier mal Bitcoin an. Im Vergleich mit dem S&P 500 sehen wir immer noch einen sehr, sehr großen Gleichlauf zwischen beiden. Einmal hat Bitcoin ein bisschen nach oben geschossen, ist dann wieder auf das Niveau praktisch runtergekommen. Das S&P jetzt mal wieder ein bisschen vorausgeeilt. Also das ist schon die Frage, ob Bitcoin dann wirklich der Hedge ist dagegen, ja oder nein. Aber klar, es ist schon so, dass natürlich die Notenbanken bisher keine Kontrolle über Bitcoin haben. Sie müssten in irgendeiner Form die Tür zumachen, indem man die Konvertierbarkeit in Fiat-Währungen unterbindet. Also das ist natürlich schon eine interessante Entwicklung, die wir derzeit sehen. Ja, die Notenbanken. Gestern die Fed hat jetzt gesagt, also hier mit diesem Trading der Fed-Mitglieder, das muss irgendwie jetzt anders werden. Man will also die Hindernisse deutlich erhöhen. In Zeiten von Marktturbulenzen dürfen die FED-Mitglieder gar nicht mehr handeln. Ansonsten müssen sie das lange vorher anmelden, wenn sie an den Märkten etwas machen wollen. Das ist schon eine interessante Entwicklung. Paul hat jetzt gesagt, ja, wir sind doch auf dem Pfad jetzt der Tugend. Nach wie vor wissen wir nicht übrigens, ob Rosengren und Kaplan ihre Positionen verkauft haben. Ja oder nein, Clarida. Und Paul haben ja nach wie vor ihr Portfolio, das wissen wir, die sind geblieben, also die dovischen Mitglieder, die hawkischen wie Kaplan und Rosengren, die hat man können rausschmeißen. Wir sehen in Sachen Inflation übrigens die Preise für Gebrauchtwagen auf einem neuen Allzeithoch, das war ja so eine Komponente, die massiv nach oben geschossen war, nach Reopening der Wirtschaft dann wieder runtergekommen ist, jetzt wieder nach oben geht. Andere strukturelle Faktoren wie Mieten sind zentral, wie Labor Shortage, die werden die Inflation ohnehin noch weiter nach oben treiben. Vielleicht auch das Gelingen, das Verabschieden des Infrastrukturpakets von Joe Biden, Build Back Better. Hier sagt er, ja, also ich bin optimistisch, dass wir hier einen Deal bekommen, sagte Joe Biden, der übrigens bald ein virtuelles Treffen haben wird mit Xi Jinping. Da wird man ein paar Freundlichkeiten austauschen. Die Chinesen haben wahrscheinlich vor den Olympischen Winterspielen in Peking. Im Februar ist es, glaube ich, kein Interesse hier einer Konfrontation, einer Eskalation. Aber hinter den Kulissen, um nochmal auf dieses Build Back Better, also dieses Infrastrukturprogramm plus soziales Gedöns zu kommen, da knallt es vor allem zwischen Manchin und Sanders. Sanders von den sogenannten Progressiven, also den linken Demokraten. Manchin von den moderaten Demokraten, also den eher rechten Demokraten. Das wird noch eine ganze schwierige Geschichte. Evergrande, um jetzt mal nach China zu kommen, meine Damen und Herren, hat jetzt eine Zahlung für 83,5 Millionen Dollar geleistet bei den Dollar-Bonds, die eigentlich am 23. September fällig gewesen wäre. Da gibt es ja diese 30-Tage-Grace-Period, diese Gnadenfrist in gewisser Weise. Eine Geschichte hat man jetzt dabei bedient, interessanterweise. Und wir sehen aber, das eigentliche Problem kommt ja in den nächsten Jahren. Erst 2024 sind diese Riesenbalken, dann muss Evergrande so viel Geld zurückzahlen. Also aus eigenen Mitteln wird das schwer gehen. Und wenn wir jetzt noch zur Energiesituation kommen, Putin hat gesagt, also wir könnten 10% mehr Gas liefern, wenn Nord Stream 2 approved werden würde. Aber das wollen ja die Grünen nicht, gell? Die wollen ja praktisch das so haben, dass wir Kohle abschalten, Atomkraft abschalten, Windparks aber nicht in Nähe von Wohngegenden machen und ansonsten eigentlich überhaupt nichts machen, aber die Energie kommt dann aus der Steckdose. Das ist eine sehr gute Haltung, wie ich finde. Frankreich jedenfalls zahlt jetzt 38 Millionen Bürgern eine Art Inflationsentschädigung, weil eben die Energiepreise so stark explodiert sind. Und auch noch ein Punkt, der jetzt wieder in den Fokus kommt, hier eine Analyse der Commerzbank, der rasante Anstieg der Neuinfektionen in Deutschland, heute knapp 20.000, gemeint ist Corona.
ist nicht das Ergebnis einer zu niedrigen Impfquote und auch von Geimpften geht eine Gefahr für das Gesundheitswesen aus. Deswegen könnte es im Winter nicht nur für Ungeimpfte, sondern möglicherweise auch für Geimpfte wieder stärkere Einschränkungen geben, mit entsprechend negativen Folgen für die Konjunktur. In Lettland gilt seit gestern ein harter Lockdown, auch in Estland werden die Corona-Maßnahmen verschärft. In Russland ja auch wird es jetzt Anfang November ist es, glaube ich, dann eine Woche Arbeitsurlaub geben, weil die Russen das auch nicht in den Griff kriegen. Dort auch die Impfquote sehr, sehr gering. Jedenfalls Moskau wird jetzt alles schließen, bis auf eben allernotwendigste Läden wie Supermärkte und Apotheken. Hier sehen wir mal, dass der Anteil der über 60-Jährigen, die jetzt in den Krankenhäusern landen, wieder deutlich steigt. Und wir sehen auch, dass der Anteil derjenigen steigt, die geimpft sind, doppelt geimpft sind, steigt an der Zahl derjenigen, die in Krankenhäuser eingeliefert werden. Sie haben bestimmt mitgekriegt, Julian Nagelsmann, der Trainer von Bayern München, ja auch mit Corona, obwohl er zweimal geimpft ist. Ja, meine Damen und Herren, das ist also die Situation. Der Materialmangel, Lieferkettenprobleme erreicht jetzt den Tech-Bereich. Das ist eine neue Entwicklung. Die Aktien, die betroffenen Aktien haben gestern das gespielt, haben das eingepreist. Der Gesamtmarkt hat das noch nicht. Wahrscheinlich gibt es jetzt wieder im europäischen Handel ein Gap nach oben, gell? Weil es ist ja die bullischste aller Welten. Das kann man nicht anders sagen, meine Damen und Herren. Und jetzt möchte ich Sie dringend bitten, Marcel Fratscher zur Bundesbank, Schuldenbewerbung bei neuer Bundesregierung. Wir unterstützen Marcello Fratscher, vor allem dann, wenn er als Frau auftreten könnte, Marcella Fraccherina. Das wäre natürlich eine großartige Entwicklung, falls es sie oder er es dann doch nicht wird, weil Isabel Schnabel vorgezogen wird, dann wäre die Geschlechtsumwandlung umsonst gewesen. Aber meine Damen und Herren, lesen Sie unbedingt hier das, was Marcel Fratscher gesagt hat. Da haben wir einen Artikel gestern Abend drüber geschrieben, werde ich unter dem Video verlinken. Es ist generell ja so, und damit komme ich auf den zweiten Artikel, den ich gestern schon mal kurz angesprochen hatte, Tesla über absurde Erwartungen und die weniger großartigen Fakten. Es ist ja so, meine Damen und Herren, wichtig heutzutage ist doch, auf der Seite des Guten zu stehen. Und wenn das so ein bisschen den Fakten widerspricht, dann muss man auch mal die Fakten, muss man da auch mal die 5 Grad sein lassen, würde ich sagen. Also dann müssen wir auch mal so ein bisschen die Fakten ausblenden, denn es geht immer um das Gute, ja, es geht um das Klima, es geht um die Rettung der Eurozone, es geht um das Gute und da müssen wir doch mal auch ein bisschen großzügiger sein und da müssen wir dann Marcel Fratscher unterstützen und dann müssen wir solche ätzenden Artikel wie den über Tesla, den ich Ihnen auch unter dem Video verlinke, da müssen wir eine Petition einreichen gegen alarmistische Berichterstattung, gegen diese Panikmache in Sachen Inflation. Ich bitte Sie, mich da zu unterstützen bei diesem Aufruf für eine gutartige Berichterstattung à la Marcel Fratscher. Bitte helfen Sie uns. Sie können das dann unter dem Video mit Ihrem Kommentar, mit Ihrer Stimme deutlich manifestieren. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.